Bobby nach oben, den Roboter. Dann kann er schon mal saugen. Die Maus schläft, wie ihr gesehen habt. Und Calvino hat gerade Pause von seinem Homeschooling. Und wenn er Homeschooling hat, dann kann ich den Sauger schlecht unten laufen lassen, weil das dann halt voll stört, wenn er da seine Meetings hat. Genau, dann schauen wir mal eben hier, dass wir alles lüften. Denn das habe ich noch nicht gemacht, weil die Molly hat heute ganz lange geschlafen. Wir waren schon alle unten, haben gefrühstückt und so. Also gefrühstückt, wir frühstücken ja nicht, aber Kaffee trinken. Calvino hat eine Kleinigkeit gefrühstückt. Genau, deswegen lüfte ich jetzt erstmal alles. Duschen waren wir. So, genau. Bernd mit dem Auge, das ist heute noch schlimmer als gestern. Er hat dort diese Bindehautentzündung. Das ist noch mehr angeschwollen jetzt. Ja, wir haben wieder diese Salbe drauf gemacht, was ein Antibiotikum ist. Oh mein Gott. Aber ja, wir hoffen, dass das ganz schnell jetzt wieder verheilt. Weil das ist echt unangenehm, ne? Er sagt, das juckt wie die Hölle. Und immer wenn er dann so reiben möchte, was er ja nicht soll natürlich, aber manchmal aus Versehen, so im Reflex, wenn man nicht drüber nachdenkt, dann geht er dran. Und dann ist die Salbe oben am Augenlid, das ist immer oben drauf, nicht rein ins Auge, nur oben drauf. Ja, dann geht die wieder ab. Und ja, das ist halt einfach nervig, ne? Und ich habe überlegt, ihm eine Augenklappe zu holen oder dass er sich eine holt. Und wenn er sagt, er könnte das gar nicht haben, wenn dann immer ein Auge zugeklappt ist. Also so, ne? Ja, egal. Jetzt hat er, heute muss er noch den ganzen Tag arbeiten, aber morgen ist Freitag, da hat er den halben Tag dann frei. Und Samstag ist ja ganz frei, ist ja 1. Mai. Und Sonntag frei und am Montag geht es ihm hoffentlich, ich hoffe, dass es ihm dann wieder besser geht. Genau. So, das hier ist unsere Wäsche. Die nehme ich jetzt auch mit runter und dann kann der Sauger hier schon mal saugen. So, dann wollte ich gerne eine Verlosung starten. Und zwar wissen wahrscheinlich einige schon von euch, dass ich einmal hier diese Wochenpläne gemacht habe, die ihr ja auch, wenn ihr möchtet, kaufen könnt. Und diese Kühlschrankmagneten. Und ich wollte einfach mal welche verlosen als kleines Dankeschön an euch. Das ist jetzt halt der Kühlschrankmagnet. Der ist in DIN A4 Größe. Wir haben den auch hier bei uns am Kühlschrank. Und da könnt ihr halt mit einem Folienstift, ja, draufschreiben, was ihr möchtet. Kinder haben da total Spaß dran, das auszufüllen und halt, was man so braucht. Eine kleine To-Do-Liste. Und wer mag, kann auch noch Sonderangebote reinschreiben. Ja, also ein Kühlschrankmagnet gibt es und 4 Wochenpläne würde ich verlosen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ja, dass ihr teilnehmen möchtet. Und ich würde das jetzt eine Woche laufen lassen. Was haben wir denn jetzt für ein Datum? 29.04. Okay, dann sage ich jetzt mal 6. Mai. Dann machen wir Schluss und dann lose ich das aus. Und dann würde ich euch in den Kommentaren kontaktieren, dass ihr halt gewonnen habt. Und dann können wir per E-Mail weiter verfahren. Also einfach in die Kommentare reinschreiben, dass ihr, ja, gewinnen möchtet. Viel Glück wünsche ich euch. Ich muss euch was fragen. Wenn wir hier abends spazieren gehen in den Park, dann, oder egal wann wir in den Park spazieren gehen, dann kommen wir immer vorbei an so Glascontainer, wo man halt so Altglas reinschmeißen kann. Und es war schon ganz oft, dass da halt so Sachen dran liegen, stehen, die eigentlich noch schön sind. Also so, zum Beispiel habe ich da mal ein Glas mitgenommen, zeige ich euch. Wo ist es? Ach, ich glaube, es ist in der Spülmaschine. Aber es war so richtig so Bleikristall, ne? So ein richtig tolles Glas. Wo ist das denn? Da. Da, das fand ich so schön. Und da trinke ich richtig gerne draus, ne? Und da waren halt schon oft so schöne Sachen, die ich dann mitgenommen habe, die halt jemand einfach dahingestellt hat. Und gestern Abend auch wieder. Da war dann gestern Abend diese Schale mit Deckel und die fand ich so toll, so schön.
denn wir haben ja immer auf dem Tisch oder jetzt halt hier ein paar Kekse stehen. Einfach so als kleinen Snack. Dann habe ich gedacht, das ist doch voll praktisch mit Deckel, ne? Haben wir die mitgenommen, auf dem Rückweg dann extra nochmal da vorbeigegangen und haben die in die Spülmaschine gestellt. Und hier war sowas so wie Silikon war hier. Und wir so, warum ist denn da so Silikon? Keine Ahnung. Ist dann aber halt abgegangen in die Spülmaschine, habe ich mich schon gefreut. Und dann hebt der Bernd das gerade so hoch. Oh, deswegen war das Silikon. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, ob wir das irgendwie sauber machen und mit Porzellankleber kleben. Mal schauen. Michaela, die Müllsammlerin. Ich glaube, die Molly träumt was ganz Tolles da hinten. Oder sie ist aufgewacht, ich weiß es nicht. Ich gucke gleich. Ja, hier habe ich mir schon mal einen Salat vorbereitet für gleich. Hier ist auch Dressing. Das ist einfach so ein Paprika-Tütendressing. Und genau, da sind Alfalfa-Sprossen und alles Mögliche drin. Und jetzt kümmere ich mich mal um die Morli. Ein bisschen Flüssigkeit nehme ich auf. Und Cola ist gar nichts mehr drin. Tabasco. Ja, dann ist nicht schlimm. Das schmeckt aber lecker, das weiß ich. Der Pfirsich, die Pfirsich-Bubbles. Nein, aber die Bubble-Tea. Also Bubble-Tea. Und hier schmeckt das aber, man weiß ja nicht, ob die. Nee, ich stelle mir das eklig vor, weil diese Bubbles von Bubble Tea, sagte der Calvino, die haben so eine dünne Haut und wenn du die im Mund nimmst, dann explodieren die. Und dann, die explodieren nicht. Ja, die ploppen. Wenn du die im Mund nimmst, aufmalst, dann platzen. Ein Kilo bestellen für 9,99 Euro. Ein Kilo. Ein Kilo für 10 Euro. Welche Geschmacksrichtung? Penis. Naja, jedenfalls der Calvino hatte Bubble Tea getrunken irgendwo und wollte bei das. Jasmin. Ja, das wissen die Leute wissen jetzt nicht, wer Jasmin ist. Deswegen habe ich einfach gesagt, irgendwo. Und ja, wollte halt auch Bubble Tea machen und die kann man bei Amazon bestellen, diese Bubbles. Und da gucken wir jetzt gerade, eben die zu bestellen. Da gibt es ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Und ich habe gesagt, ich möchte die nicht trinken oder essen, weil man ja, die gehen durch einen Strohhalm, zieht man die durch im Mund und dann plöppen die auf im Mund und das wird mich voll an Gummibärchenartige Konsistenz haben die. An Pickel erinnern. Ja, nein, die ich hatte, die sind flüssig von innen. Die ich hatte. Die ich rausgesucht habe im. Ach so, ja. Katastrophe. Verständigung. Nur in Filmen soll er dafür Knochen haben. Kostet das ein Knochen? Nein. Oder zumindest eine Handvoll Pansen. Oh, er sagt kraulen. Da. Und kommt er morgens letzter Zeit auch immer an. Dann legt er sich bei mir hin und dann mit den Pfoten kratzt er mich wach. Oder hier. Das war die Bohrmaschine, nicht? Die Zuschauer glauben das, wenn du sagst, das war der Eti. Du bist fein, ne? Alles verwöhnte Kinder haben wir. Bist du genervt, Eti? Immer müssen wir dich anfingern. Heute ist Montag. Warum ist heute Montag, musst du sagen? Das ist Bones Day. Montag gibt es immer 350 Gramm Knochen, ne? Zum Knacken. Hat er? Zusätzlich. 300. Das Murphy denkt 350, nein, die Magenwaage. Die sagt immer, Die sagt ganz genau, wie viel Gramm das waren. Jetzt mal ein Fletschauge wieder drauf. Das sieht jetzt schon eigentlich sexy aus. Das Bein hier liegt so ganz entspannt. Das puppelt Härchen dir im Ohr rum? Ihr seid ekelig. Smurfy. Das ist der Ohrenschmalzpuppe. Ach, ist ja widerlich. Wer mag das? Er ist ja nicht so prüde wie du. Er ist ja bald offen. Molly erzählt einer. Er spielt. Wenn hier eine Nase sagt, dann muss man feucht bleiben. Die ist trocken, die Nase. Soll ich dir die mal anlecken, Smurfy? Ins Nasenloch, so wie er immer macht. Ja. So gelenkig ist meine Zunge nicht. Alle sind wieder weg und ich esse hier gerade noch ein bisschen meinen Unfallkuchen. Ich glaube, der ist so bröselig geworden, weil anstatt Butter habe ich Margarine genommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was ändert, aber
ja, der ist halt bröselig geworden, aber lecker ist er trotzdem. Und dann wollte ich unseren Schniedelwurz ansetzen. Das ist ja unser Sauerteig. Und der wurde ja Schniedelwurz benannt. Der war eingefroren. Und den werde ich jetzt anfüttern mit Roggenmehl und lauwarmem Wasser. Und dann werde ich morgen ein Roggenbrot backen. Genau. Ja, das mache ich jetzt mal. Müsste ich hier noch haben, Roggenmehl. Genau, Typ L50. Und so ein Sauerteig, den kann man sich ganz einfach selber machen. Ach, Smurfy. Der ist am Sterben wegen Hunger. Und die Molly hat eigentlich geschlafen. Weiß ich nicht, die ist jetzt, glaube ich, aufgewacht. Hi! Hi, bist du aufgewacht? Hi, meine Puppe. Hast du geschlafen? Ja, und ich habe dich hier liegen gelassen. Oh, hi. Hi, mein Schatz. Oh, hallo. Bist du noch müde? Noch nicht gut drauf, ne? Nein. Komm mal her. Komm mal her. Hm? Oh, Recken und Strecken. Bist du müde? Ja, mein Schatzi. Ja, mein Schatzi. Ja, erstmal wach werden, ne? Ja. Oh. So. Die ist hier beim Stillen, ist sie gerade eingeschlafen. Oh. Genau, und Smurfy lag eigentlich auch auf ihr. Nicht auf ihr, das hört sich an, ne? Er lag am Fußende und hatte sein Schnäuzchen bei ihr so auf die Füße gelegt. So süß. Ja, aber er sagt jetzt, es ist gleich 16 Uhr und er möchte essen, ne? Der hat Hunger, der Smurfy. Hier, sollen wir ihm mal Essen geben? Und dann den Sauerteig ansetzen? Hilfst du mir? Ja, hilfst du mir? Genau, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade stehen geblieben war. Jedenfalls gibt es zum Sauerteig ansetzen ganz viele Rezepte auf Chefkoch. Da könnt ihr euch einfach eins raussuchen, falls ihr auch einen machen möchtet. Genau, und ich mache den jetzt, also das Anstellgut, so nennt sich das, wird jetzt einfach mit 200 Milliliter lauwarmem Wasser und 200 Gramm von diesem Mehl vermischt. Und dann wird das bis morgen stehen gelassen. Und dann nehme ich wieder, ich glaube 100 Gramm ist das Anstellgut, wieder weg. Und so ist es immer wieder derselbe Sauerteig. Deswegen bekommt er auch einen Namen. Weil der bleibt ja immer bei einem. Ne, Molly? Der bleibt immer bei uns, der Sauerteig. Im Idealfall, wenn er nicht schlecht wird. Hier. Ja. Genau. Das sagst du dazu, ne? 200 Gramm Mehl. Ach, der leidet so sehr, wenn der Hunger hat. Zweimal am Tag kriegt er fressen. Und ja, jedes Mal kann er es nicht abwarten. 200 Wasser. Und das ist ganz herzzerreißend, wie er einen dann anschaut und bettelt und so. Und deswegen sind auch die meisten Beagle übergewichtig. Die sind eigentlich alle verfressen. Und ja, man kann den kaum widerstehen. Das geht dann so ungefähr eine Dreiviertelstunde, bevor Fressenszeit ist, los. Und dann legt er sich vor die Füße oder setzt sich so dahin und guckt einen an. Und der sitzt dann wie so ein Gnom, die Hinterfüße so, und gibt da Pfötchen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm das niemals beigebracht, dass es so endet. Ne? Der wird dir, also der gibt dir beide Pfoten dann. Wenn ich mich jetzt vor ihn hinknie, gibt er beide Pfoten. Oder egal, was man ihm für Kunststücke beigebracht hat, er versucht dann alles, dass er ein Leckerchen oder halt sein Essen bekommt, ne? Ja, Molly, was sagst du dazu? Du lachst, ne? Ja, du lachst, ja. Genau. Naja. Ja. Was soll er machen, ne, wenn er Hunger hat? So.
ist der Teig fertig. Wichtig ist, dass der immer nur, also nicht mit Metall in Berührung kommt, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich halte mich dran. Halt Kunststoffschüssel und Holzlöffel. So. Das reicht auch schon. Alles in eine Ecke. Ja. Das ist der Sauerteig, der wird jetzt zugedeckt und dann darf der 24 Stunden ruhen, damit diese Sauerteigbakterien überall in das Mehl übergehen. Mhm, ja, smarty. Genau, weil Roggenmehl, da braucht man halt ein Roggenbrot, braucht man Sauerteig für. So. Zuschauerpost gab es. Ich bin ganz aufgeregt, hat der Bernd gerade mitgebracht. Oh! Siehst du, was es ist? Mach du mal hier richtig auf. Na, ich komme so da dran. Ach, hallo, guck mal. Guck mal, die Maus, die sabbert doch so. Und wir haben ganz viele bestellt, diese, also das heißt ganz viele, 8 Stück. Und jetzt hat die Maus ganz viele Schlabberlätzchen bekommen. Und guck mal, sie hat sogar hier ihr eigenes Dings. Wow. Was steht da drauf? Mariannes Spatz. Etty. Ach, warte. Nicht gemein. Das erkennt man nicht. Ich lese mal eben ihr Brief. Spatz. Ja, vielen Dank. Das ist super. Das können wir super gut gebrauchen. Danke, liebe Maria Anna. Schaut euch die mal an. Ganz viele hat sie gemacht. Die sind hinten mit Knopf. Und guck mal, der hat sogar einen Herzknopf. Oh, schön. Super, da freue ich mich. Vielen, vielen Dank. Und so schöne Stoffe. Auch mit dem Herzknopf. Toll. Guck mal hier mit Donald Duck. Oh, danke schön. Super. Und der ist, glaube ich, doppelt. Ja. Super. Vielen, vielen Dank. Molly, die kannst du gut gebrauchen, ne? Muss sie nochmal gefüttert werden? Weil sie nein, die ist gerade fertig geworden. Sie will alles sehen heute. Alles. Sie ist ganz neugierig. Ja. Klasse. Hast du einen neuen Schub gemacht? Mariannes Spatz. Toll, jetzt sich extra so. Ah, jetzt fokussiert es. Da Mariannes Spatz. Toll. Ja. Was ist da drin? Der Sauerteig, ne? Ja, da ist Sauerteig drin und wir machen jetzt hier Abendessen. Wir frittieren uns Pommes und Gyros. Genau, wir machen nämlich Wraps heute und Bernd hat Tiefkühlnachschub mitgebracht. Einmal Diced Onions. Oh, der Sack ist kaputt. Ja, und Pommes, genau. Und dann können wir den Blog auch schon beenden. Was sagst du? Ne? Was sagst du? Vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt auch Smurfy. Smurfy kriegt auch was Feines. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.